Ich schwöre, Menschen sind so lustig. Alle paar Jahre haben wir einfach ein Tier ausgewählt, an dem wir so komplett obsessen und überall dieses Muster tragen. 2016 war Schlangen, Schlangentaschen, Schlangenstiefel. Dann 2020, Leute, Cowprint, Visco-Girl-Zeiten. Ich hatte meine Wand in Kuhmuster angemalt gehabt. Dieses Jahr war bodenlos. Da kam das Leo-Print. Dem Ganzen bin ich auch richtig zu Opfer gefallen. Ich habe Leo überall, wirklich überall. Alleine mein Handy. Der Kapitalismus ist real, Alter. Auf jeden Fall bin ich langsam der Meinung, dass Leoprint mal aussterben soll. Es ist vorbei, der Trend ist vorbei, wir brauchen ein neues Tier. Und ich war letztens bei Pinterest am Scrollen und habe einfach diesen Mantel gefunden, Leute. Es sieht so fresh aus und es ist einfach so Deerprint, so Bambi-Print einfach. Das sehe ich so hart jetzt bei uns im Herbst. Leute, es ist so cool. Und ich konnte echt noch nicht so viele Klamotten finden. Also so eher Jacken, so wie das hier, richtig geil. Oder sowas, so in Grau-Weiß. Diese Jacke auch. Übelst fresh. Da seht ihr die Vision auch so an Tops oder an Kleidern. Genau das gleiche, wie wir mit Leoprint gemacht haben. Auch als Accessories oder sowas kann ich so richtig als Haarschmuck sehen oder so. Sowas irgendwie auch cool. Das will ich haben für den Winter. So, bin ich die Einzige oder wird das der neue Trend sein? Wird das auch als Handyhülle oder irgendwelche Sticker da? Genau das gleiche, was wir mit Leoprint gemacht haben. Das ist doch geil, oder? Oder bin ich dumm?